Hallo zusammen, ich hoffe, ihr habt Lust auf eine kurze, knackige, weihnachtliche Geschenkegeschichte. Wenn das der Fall ist, dann habe ich hier hoffentlich die richtige Partie für euch rausgesucht. Hat sich zugetragen beim Euroskat Open Turnier Anfang November, ein Turnier über 8 Serien, also relativ lange Distanz. Ich saß bei diesem Spiel in Mittelhand, der Spieler in Hinterhand. Das hatte sich im Laufe der Serie schon rausgestellt. Nicht so ein starker Spieler, einige Unschärfen, einige Schwächen. Dem fehlte wohl noch so ein bisschen die Turniererfahrung. Das eine ganz interessante und wichtige Zusatzinformation für den Spieler in Vorhand, aus dessen Sicht wir die Partie jetzt einmal betrachten. Nagelt mich hier bitte nicht auf jede einzelne Karte fest. Interessant sind die Farblängen, die stimmen jedenfalls, denn es war eine Reizung 24, 27 oder höher und ich legte in Mittelhand einen Nulluvert auf und zwar mit folgender Karte: in Herz fünfmal geschlossen, ohne Knochen, Kreuz viermal dicht in dem Fall, denn es stehen nicht alle vier Kreuz dagegen, sondern Kreuz steht 3 zu 1. Von daher erkennbar die einzige Karte, auf die dieser Nulluvert geschlagen werden kann, die Pik 9. Jetzt die Frage in die Runde: Wie solltet ihr aus Vorhand dieses Spiel eröffnen, um es, wenn es geht, sicher zu gewinnen? 3, 2, 1. Ja, es gibt, denke ich, einen sicheren Siegweg, und wer jetzt auf die Pik 7 gezeigt hat, der ist logischerweise hier auf dem Holzweg. Das würde natürlich funktionieren, wenn die Pik 8 beim Partner sitzt. Allerdings ist es klar, diesen Bluff hat, denke ich, jeder schon mal von uns gespielt oder gesehen. Wenn der Alleinspieler die Pik 8 in der Hand hat, dann wird er sie auch gedrückt haben statt der Pik 9, und genau das war der Fall. Die Pik 8 war im Keller, mit anderen Worten, die Pik 7 ist es hier nicht gewesen. Es gibt also trotz alledem zwei Möglichkeiten, und zwar muss logischerweise der Partner in Hinterhand dazu gebracht werden, seine Pik-Karten abzuwerfen. Und wenn wir da eben so ein bisschen durchzählen, sowohl in Kreuz sind zwei Abwürfe möglich, als auch in Herz ist ein Abwurf möglich, denn wir haben hier jeweils 3 und 2 Karten und unser Partner jeweils nur eine Karte. Also es sind die 3 benötigten Abwürfe unterwegs. Damit kann das Spiel geschlagen werden. Ein letztes Mal also die Frage: Was sollte hier eröffnet werden? Und wer jetzt auf eine der 3 Kreuzkarten gezeigt hat, da sage ich dann Gratulation, ihr habt euren Partner maximal an die Hand genommen und werdet deswegen das Spiel sehr wahrscheinlich geschlagen haben. Der Spieler hier in Vorhand hat auch gesehen, dass es nicht die Pik 7 ist. Er hat gesehen, dass das Spiel zu schlagen ist, und trotzdem hat er nicht die optimale Karte gefunden. Er hat das Spiel nämlich über Herz eröffnet. Der erste Herzstich ist hier vorgegeben, und jetzt muss er auch übrigens die zweite Herzkarte spielen. Jetzt auf Kreuz zu wechseln, verliert das Spiel, denn danach hat der Spieler hier mit dem Kreuz König, kommt er ran und hat keine Übergabe mehr. Jetzt muss das Spiel auch mit Herz fortgesetzt werden, und es kann natürlich noch geschlagen werden. Wenn der Spieler hier jetzt aber auch ein, zwei Stiche weiterdenkt und erkennt, dass er jetzt zwingend zuerst den Kreuz König abwerfen muss, damit er eben nicht in Kreuz angespielt wird, weil er dann das Spiel nicht mehr nach vorne bekommt. Und das war eben diese kleine Zusatzinformation: Der Spieler hier nicht ganz so erfahren, nicht ganz so versiert, sieht natürlich auch, ah, Pik 9 ist das Problem, und wirft jetzt eben relativ zügig den Pik König ab. Und jetzt stellte sich erst raus, für ihn zumindest wahrscheinlich überraschend, dass er hier eben einen Stich später mit dem Kreuz König am Spiel hängt und das Spiel jetzt nicht mehr zu schlagen ist, weil er eben, ja, am Stich ist und nicht der Spieler hier in Vorhand. Damit glücklich für mich dieser Nulluvert gewonnen, wäre aber eben, denke ich, nicht nötig gewesen, wenn der Spieler hier in Vorhand eben maximal präzise spielt, direkt mit Kreuz eröffnet, denn dann ist es auch sehr einfach für den Spieler zu sehen, dass es nur noch als zweite Karte quasi die Herz, den Herzstich rauszuspielen gibt. Der muss dann natürlich den
Herz Buben finden, Herz Bube, König, von mir die Lusche, und dann können hier noch die drei Karten kommen und das Spiel wird geschlagen. Wenn das nicht funktioniert, dann war es eben gar nicht zu lösen, wenn der Spieler das nicht erkennt, aber dann, aber so wäre es eben maximal einfach gewesen, und das ist das, was ich euch immer sage. Spielt so, dass auch euer Partner, der vielleicht nicht ganz so versiert ist wie ihr, es maximal einfach habt. Denkt daran, nicht nur einen Siegweg zu finden, sondern den Siegweg zu finden, der auch am leichtesten zu beschreiten ist. Dann vermeidet ihr diese Geschenke, wobei natürlich logischerweise nehmen ist nicht so selig wie geben. In dem Fall habe ich dieses Geschenk trotzdem gerne mitgenommen, das gehört beim Skat dazu. Und damit sage ich jetzt mal frohe Weihnachten, let's make Christmas. Ich wünsche euch ein frohes Fest mit euren Lieben und wir sehen uns mit weiteren Videos dann im neuen Jahr.